Gut, Fahrt zusammen. Wir melden uns hier von unserem zweiten Vergleich. Wir vergleichen heute verschiedene Kocher, die es bei Pfadfindern gibt, wieder in verschiedene Kategorien. Viel Spaß dabei. Zu Beginn haben wir wieder Teams gebildet und erstmal über die Produkte diskutiert. Also, Kochervergleich. Ich habe heute für euch den Esbit-Kocher dabei. Wie man sieht, extrem klein, passt in die Jusha-Tasche, leicht, wiegt fast nichts. Außerdem funktional und einfach zu bedienen. Man klappt das auf, packt hier so ein Brenndings rein und fertig. Das schafft jeder. Und das Totschlagargument generell, Festbrennstoff kann nicht auslaufen und kann den Rucksack nicht ruinieren. Und ist sicherer. Ich habe für euch hier diesen Tranja. Wie man direkt erkennen kann, gibt es einen stabilen Stand. Anders als jetzt wie beispielsweise beim Speedkocher oder beim Gaskocher. Man kann die Hitze regulieren durch diese Kartusche und durch diese Metallstützen, die man ein- oder ausklappen kann und hat durch das deutlich windgeschützte. Ich habe euch den Gaskocher mitgebracht. Er ist unglaublich klein und leicht. Man kann ihn regulieren, man kann ihn jederzeit an- und abschalten. Er ist unglaublich einfach zu bedienen und man kann die Gaskartuschen überall kaufen. Wir haben diesmal nur zwei Vergleiche für euch. Zuerst haben wir die Kocher gewogen. Der Gaskocher wiegt 600 Gramm, der Spirituskocher 500 Gramm und der Speedkocher 200 Gramm. Beim zweiten Vergleich haben wir 500 Milliliter Wasser abgekippt, die zum Kochen gebracht und anschließend Buchstabensuppe darin aufbereitet und die so lange kochen lassen, bis sie gut schmeckt. Der eine rührt die Suppe sanft unter, der andere kippt radikal hinein. Der Geschmack wurde von zwei unabhängigen Testern sichergestellt. Beim Speedkocher waren die Nudeln nach 25 Minuten soweit, beim Gaskocher hat es sogar 26 Minuten gedauert. Der Spirituskocher liegt mit 22 Minuten ganz klar vorne. Das führt uns zum Fazit. Also unser Fazit ist, mit allem kann man eine halbwegs genießbare Suppe kochen, aber der Speedkocher ist einfach zu teuer. Beim Gaskocher fehlt uns der Windschutz und der Spirituskocher ist dann doch das Beste insgesamt. Aber wenn man eine Gaskartusche drunter bauen könnte, wäre es noch besser. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein, lasst ein Like da und schreibt was in die Kommentare. Gute Fahrt!